Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es meine Favoriten aus dem Januar und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Das erste, worüber ich sprechen möchte, ist eigentlich ein Hilfsmittel und das ist die LA Girl Pro Coverage HD High Definition Foundation. Wie man sieht, das ist eine völlig weiße Foundation, die ist wirklich dafür gedacht, wenn man, so wie ich, dazu tendiert, immer mal wieder zu dunkle Foundations aus Versehen online zu kaufen. Und deswegen sind solche Foundations bzw. solche Hilfsmittel wirklich richtig praktisch. Und ich bin extrem begeistert von dem Teil. Mir hat es ein bisschen den Arsch gerettet bei manchen Foundations. Ich finde einfach, bei einer so teuren Foundation ist es keine Option, die irgendwie zu entsorgen oder was weiß ich damit zu machen. Ich bin echt froh, dass ihr sie mir empfohlen habt, weil ich weiß, ganz oft in den Kommentaren wurde mir die hier empfohlen und ich wurde echt nicht enttäuscht. Ich bin auch extrem zufrieden damit. Deswegen auch ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ich kann sie auch wirklich nur weiterempfehlen. Außerdem ein Primer, den ich auch schon öfter erwähnt habe, der auch mein Jahresfavoriten ist und zu dem ich aktuell nonstop greife, ist von Becca der First Light Priming Filter. Ich glaube, Bilder sprechen für sich. Ich werde den definitiv in den nächsten 1 bis 2 Monaten aufbrauchen. Ich glaube, im Februar ist die wirklich alle. Es gibt einfach ein paar Produkte, wo du spürst, das ist ein Luxusprodukt und das ist definitiv auch eins davon. Es liegt nicht nur an der Verpackung oder an dem Geruch. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht 100% ein Fan vom Geruch, aber du merkst trotzdem, dass es halt nicht so ein Billigzeug ist. Und was ich einfach so toll finde, mein Make-up hält länger und es sieht besser aus. Das habe ich schon getestet auf meinem Kanal und ich war sowas von zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe selber gar nicht damit gerechnet, aber sie hat mich eines Besseren belehrt und deswegen bin ich absoluter Fan von diesem Primer. Und das Tolle ist, ich muss sie mir nicht mal mehr nachkaufen, weil ich ein Backup zu Hause habe. Ein weiteres Produkt fürs Gesicht, was ich so toll finde und auch so gerne empfehle, man sieht auch, dass ich schon gut was aufgebraucht habe mittlerweile, das RCMA No Color Powder, das habe ich zum Beispiel bei Catherine Lights, die war das, glaube ich, in erster Linie, die das so extrem empfohlen hat und auch ich bei normaler bis trockener Haut kann sagen, zu Recht, das ist ein tolles Produkt, ihr kriegt mega viel dafür. Ich schreibe euch hier an die Seite, wie viel Gramm da drin sind, ihr bezahlt gerade mal 13 oder 14 Euro, aber das hält euch locker, ich glaube 2 oder 3 Jahre, wenn ihr das regelmäßig verwendet. Also ich benutze es regelmäßig und man sieht, wie viel da noch drin ist. Man sieht einfach mit diesem Produkt gefotoshoppt aus. Anders kann ich es nicht beschreiben. Jedes Mal, wenn ich meinen Augenbereich damit gesettet habe, das sieht wirklich einfach nur gefotoshoppt und absolut perfekt aus. Gehen wir weiter in die Kategorie Highlighter. Ein Highlighter-Kit, was ich einfach wieder erwähnen musste, weil ich es so liebe und so oft genutzt habe diesen Monat, das Anastasia Beverly Hills Glow Kit in Sugar. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ob es eine LE ist. Ich weiß, dass es aktuell noch erhältlich ist. Und deswegen möchte ich es auf jeden Fall noch erwähnen, bevor es dann weg ist und es wieder zu spät ist. Wenn ihr eine helle Haut habt, einen Medium-Hautton, greift euch echt dieses Glow Kit. Es ist so gut. Ich hatte schon so viele in der Hand. Die waren aber jedes Mal zu dunkel. Ich bin wirklich extrem zufrieden. Das war eine der besten Einkäufe für mich aus dem Jahr 2017. Als nächstes muss ich nochmal hier den ColourPop Highlighter in Here Kitty Kitty empfehlen. Das ist auch wirklich ein Glücksgriff gewesen. Ich hatte andere, ich glaube, ich hatte insgesamt 4. Von denen war ich aber nicht so begeistert. Aber der hier ist richtig schön. Der hat keine Glitzerpartikel drin. Der hat einfach den perfekten Ton. Der ist nicht zu eisig, der ist nicht zu warm. Also wenn man ein heller Typ ist, oder sagen wir noch, bis zu einem Medium-Hautton, ist das ein wunderschöner Highlighter, der sich wirklich unfassbar schön aufbauen lässt, dass du auch so einen Nasseffekt im Gesicht hast. Von den gepressten Highlightern, die bei ColourPop rausgekommen ist, war das definitiv mit ganz, ganz großem Abstand der beste. Und auch eine Entdeckung, die ich vor allem in diesem Monat so oft getragen habe und auch heute trage, ist der Natasha Denona All Over Glow Highlighter. Es ist einfach ein wunderschöner Highlighter, ein Luxusprodukt, kostet allerdings so an sich weniger als die Becca Highlighter. Ihr bekommt hier 10 Gramm und bezahlt trotzdem auch nur 38 Dollar, also so viel wie für die Becca Highlighter, bekommt aber 3 Gramm mehr Produkt. Und der Highlighter ist einfach, ich hoffe man sieht es, er ist einfach so perfekt, natürlich. Wenn ihr einfach zum Beispiel nicht so einen übertriebenen Highlighter haben möchtet, ist das wirklich meine Empfehlung für euch. Wenn ihr zum Beispiel auch mehr Textur habt, schon erste Linien oder so im Gesicht, dann ist das wirklich eine Empfehlung für euch. Das ist so ein typischer Highlighter, wo ich mir echt vorstellen kann, dass ein Mann sagt, boah, du hast so eine tolle Haut. Und er würde gar nicht kapieren, dass es dieser Highlighter ist, weil es einfach so wunderschön und natürlich aussieht. Für mich wirklich, muss ich ehrlich sagen, einer der besten Highlighter in meiner kompletten Sammlung. Ich mache es ganz, ganz kurz, weil es einfach schon lächerlich ist. Der Butter Bronzer von Physicians Formula, super pigmentiert, lässt sich extrem leicht verblenden. Also gerade wenn ihr ein Anfänger seid, ist das ein ganz großer Tipp an euch. Den könnt ihr
absolut easy bei Douglas beziehen. Ich werde euch natürlich wieder alle Produkte nach unten in die Infobox setzen, damit ihr nicht großartig suchen müsst. Aber dieser Bronzer, der Geruch, das ist einfach Urlaub im Döschen. Ich bin so vernarrt in diesem Bronzer. Das ist ein Bronzer, der ist nicht teuer. Also verhältnismäßig für das, was ihr bekommt, der ist wirklich nicht teuer. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, ein Drogerieprodukt aus den USA. Aber ich kenne keinen Bronzer, der so mild und soft ist, wenn man den einfach anfasst. Das ist einfach unbeschreiblich, was für ein tolles Produkt man für verhältnismäßig so wenig Geld bekommt. Auch bei den Blushes muss ich euch nochmal was in die Kamera halten. Ich hoffe, ihr bekommt das Kit noch, wenn ihr das haben möchtet. Das Blush Kit in der Farbe Radiant von Anastasia Beverly Hills. Es ist so schön. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich es sehe, weil es in meinem Anti-Haul war, ich es aus Versehen gekauft habe und ich es jetzt im Jahresfavoriten-Video, glaube ich, drin hatte und mindestens schon zweimal in meinen Monatsfavoriten, weil die sich super verblenden lassen, weil das Farbschema richtig schön ist. Die Verpackung des Kits, das Gesamtkonzept ist einfach so stimmig. Ich bin so zufrieden mit diesem Kit, deswegen, ich kann es immer nur wieder weiterempfehlen. Falls ihr geschwankt habt, ich kann euch definitiv sagen, es ist sein Geld wirklich mehr als wert. Ein Lippenstift, den ich euch heute noch empfehlen möchte, den ich entdeckt habe in diesem Monat, ist ein Colourpop Lippysticks in der Farbe With The Band, eine Matte X-Formulierung. Das ist übrigens der Lippenstift, den ich heute auf den Lippen trage. Das ist so ein schöner, ich kann es nicht mal richtig gut beschreiben, peachiger, bräunlicherer Ton, aber er sieht wirklich schön aus und er ist, ich hoffe, ihr habt es gerade gesehen, er ist so unfassbar pigmentiert und deswegen bin ich auch so ein Fan von der Matte X-Formulierung. Nicht alle sind gut, aber der gehört definitiv zu den guten und auch die Farbe finde ich einfach richtig schön, weil es ist so ein bisschen, sage ich mal, dunkler, aber nicht zu dunkel, dass es gleich zu übertrieben ist, gerade auf ganz heller Haut. Und deswegen habe ich mich sofort verliebt beim ersten Mal, wo ich ihn drauf gemacht habe. Ich glaube, für einige wird es keine Überraschung sein, dass ich die jetzt in meinen Favoriten nochmal halte. Die Jouer Skinny Dip Palette. Ich habe die euch schon so oft in die Kamera gehalten, weil ich jedes Mal perplex bin, was das einfach für eine Qualität ist hier. Wartet. Ich hoffe, man sieht's. Die sind so unfassbar, unfassbar pigmentiert. Die sind auf einer Stufe mit dem metallischen Lidschatten von Natasha Denona. Und wer Natasha Denona Lidschatten hat, der sitzt jetzt, glaube ich, gerade so da. Das sind unfassbar tolle Lidschatten, die sich mit jeder neutralen Palette einfach nur perfekt kombinieren lassen. Das letzte Produkt, was ich euch heute zeigen möchte, was ich jetzt außerhalb der Kamera schon öfter genutzt habe, ist die Magic Palette von Juvia's Place. Ich habe sie vor ein paar Monaten gekauft und ich habe jetzt irgendwann gesagt, Mann, hol sie doch mal raus, schmink mal mit der. Ich habe es schon so oft erwähnt, gerade die metallischen Farben von Juvia's Place sind abartig von der Pigmentierung. Ich glaube, besser kann ich es euch nicht beschreiben. Ich möchte euch doch nochmal jetzt an dieser Stelle ein paar swatchen. Im Besonderen die Farbe hier ist so schön und besonders. Das ist die dritte Farbe, die ich euch gerade geswatcht habe. Eine wirklich sehr, sehr schöne Palette. Ich liebe einfach an den Paletten, dass da so viele Farben drin sind, die man sonst in keinen anderen Paletten findet. Es ist immer irgendwie was Besonderes dazwischen. Und ich finde einfach, Preis-Leistung ist bei den Paletten außergewöhnlich gut. Und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt immer ein bisschen in Lauerstellung bei Juvia's Place. Ich habe da schon immer im Blick, was da gerade online kommt. Wenn es ein bisschen zu verrückt ist, muss ich sagen, kaufe ich die Palette nicht. Aber ich habe jetzt mittlerweile 3 oder 4 Paletten und jede von denen ist so toll. Die würde ich echt nicht aus meiner Sammlung geben, weil die Pigmentierung ist wirklich schön. Und wie ich gerade gesagt habe, ist einfach immer was Außergewöhnliches dabei. Das sind einfach nicht diese typischen Farben, die man überall hat. Und die Qualität sieht man hier wirklich auch in den Swatches. So ihr Lieben, das war's mit meinen Beauty-Favoriten aus dem Januar. Ich hoffe natürlich sehr, es hat euch gefallen. Lasst mir wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!